wenn ein böser Dämon mit Ektoplasma spritzt und der nackte Poltergeist von Oma in deinem Keller sitzt, ja, dann schnapp dir schnell dein Telefon, denn noch ist nicht zu spät. Denn Geisterjäger, Kies und Kreis, die wissen, wie das geht. Den Todesstrahl aufs Genital, ja, dann ist das Ding im Sack. Doch kreuze nie die Strahlen, weil sonst dein Hoden platzt. Das ist so bescheuert. Die folgende Sendung Geisterjäger wird präsentiert von Kreis Industries patentiertem Senfschnulli mit dicker Senfspitze. Wow, Mann, ich bin heute echt mies gelaunt. Der Tag war ja voll ätzend. Was ist denn jetzt los? Eine Nachricht von Pater Johnson? Oh nein, er will noch eine Backdoor-Gebetssession mit mir einlegen. Hey, aber ich kann doch gar nicht mehr. Wow, was ist denn das? Ganz neu von Kreis Industries, der Senfschnulli. Den schiebe ich mir einfach vorne in den Mund und dann lasse ich hinten Pater Johnson beten. Tja, so kriege ich gar nichts mit, denn die ätherischen Öle im Senf machen mich ganz willig. Oui. Wow, Alter. Okay. Das sind Beten. Ja, Patent pending. Alter, du hast dir das Patent wirklich gesichert, dafür so ein Senfschnulli. Ja, aber es ist die Frage, ist, weißt du, die Namensgebung so, ne? Wir wissen nicht, ob es jetzt dann am Ende vielleicht hier Paterpeitschen wäre zum Beispiel was Gutes. Paterpeitschen, nur dick mit Bautzner drauf. Die Apatschner Paterpeitsche. Mit Bautzner Spitze. Die Partnerpeitschen. Die apathischen. Apansen. Ach, hat er sich einfach mal den Senfschnulli gesichert. Aber es war mir klar, dass du dir die Patente dafür holst. Ja, Lugli habe ich ja nicht mehr bekommen. Klar. Und das gute Mumulux Sky Blue habe ich auch nicht mehr gekriegt. Sky Blue Edition habe ich bekommen. Addiction. Ich bin der Geist ist hinten an der Werkbank. Hinten an der Werkbank? Ja. Hinten oben unten? Hinten unten. Unten hinten. Setz dich mal. Ja, das sieht so aus. Ja klar, da ist er doch, der Rabaukske. Hast du schon hier mit Laser oder was? Ja, mit dem Spischel. Ja, hab ich direkt einen Dreier-Spischel. Ey, Alter, aber direkt einen Dreierleier? Dreierleier-Spischel. Die Dreierleier-Spiegelwurst. Gute Spiegelwurst mit Ei. Gute Spiegelwurst mit Ei. Ja, aber nimmt man da nicht. Oh, einen Mund! Ja, gibt dir direkt eine Schnute. Direkt die eiskalte Lippe geküsst. Direkt die eiskalte Rosette geküsst. Hans Lippler. Mir ist noch nie aufgefallen, dass Menschen kalte Rosetten haben. Rosenkresse hatte ich. Der Dornenbusch wurde liebkost. Oh, der Abend laden wir ein zum Kressenfressen. Mit schön apathischen Paterpeitschen. Alles klar. Oh, da sehe ich auch direkt einen Bubbelech. Ja, Bubbelech, aber der traue ich nicht aber mehr. Könnte, ich traue dem nicht mehr, dem Bubbelech. Falsches Lech. Ne? Oh, wobei mit Frost könnte es kein Mimik sein dann. Oder doch, ob, doch, ja, doch, der, weil. Ja doch, klar, weil der uns ja verarscht. Ja. Der mimikriert sich ja dann. Der Mimik hat auch Frost. Der mimikriert sich, genau. EMF kann es nicht mehr seine sein. Mimische Scham. Eine mimische Scham. Wie eine, wie heißt die nochmal hier, diese aus Japan, die eine Geisha. Eine Geisha. Eine Geisha, ja, ist was anderes. Das ist das Gegenteil von Bier-neugierig. Alter, der hat eine Bierflasche auf mich draufgeworfen. Alter, er hasst dich richtig, Alter. Häusliche Gewalt. Horten hört häusliche Gewalt und ruft nicht die Polizei an. Wo bist du? Steht ein Zwerg auf dem Berg, tief im Wald. Oh, er hat irgendwas reingenuschelt. Hat er genuschelt? Ja, hat genuschelt. Wie, Moment, jetzt hat er schon genuschelt? Das wäre dann. Hat genuschelt. Dann wäre es ein Onryo, wenn es kein Mimik ist, ne? Ja, aber warte mal. Wenn ich jetzt nur mal die Nuschelbox mit reinnehme, ist dann immer noch Mimik. Ja, er ist immer noch drin. Mimikre sagt, ich bin immer noch dabei. Frost und Muschelbox? Muschelbox. Die McMuschel von Kreis Industries in Zusammenarbeit mit McDonald's. Hey, das ist doch der alte McMuschler. Auf der Karren vom alten McMuschel. Vom Mush Lake. Auf dem Huschel Lake. Der alte McMuschel hat uns mitgenommen. Der alte McMuschler hat uns auf seinem Karren mitgenommen. Wir waren unten am Mush Lake. Und Fred ist im Treibsand versunken. Fingerabdrücke,
Dann wär's ein Mimik. Ja. Wenn ich jetzt noch einen Finger finde. Wenn du jetzt noch einen Finger findest, ne? Putzen raus. Fingerabdrücke. Geisterbuch. Also hier ist viel Activity. Wo bist du? Was willst du? Hat er gesagt, er ist hinten auf dem Karren vom... McMuschel, hat er gesagt. Vom McMuschel, Alter? Will muscheln, hat er gesagt. Zum kleinen Preis. Viele Muscheln zum kleinen Preis. Er hat Kalkmangel. Ich brauche mehr Kalk im Blut. Mein Kalkbluthaushalt ist ziemlich im Keller. Kalkbluthaushalt? Mein Kalkspiegel ist gesunken. Ich hatte nur 6 Milliliter pro Bautzner. Ist bei manchen ist das eine Maßeinheit, ne? Ich hatte den Bautzner-Schmerz. Und 8 Senfgläser groß, ist auch eine Maßeinheit. Der Mann war 8 Senfgläser groß. Ne, dort sind ja raus. Dots sind bei beidem raus. Ja. Naja, wenn es der Orb echt ist, dann hätten wir ihn eh schon. Ja, ich weiß aber, sollen wir dem Orb trauen? Trust the Orb? Das weiß ich halt nicht. Boah! Er schmeißt Sachen dir ins Gesicht, ne? Ja. Also der McMuschel. Der alte McMuschel. Der hat erstmal eine ordentliche Säge geschmissen. Der alte Sägenwürger. Es können jetzt nur noch Fingerabdrücke sein. Was andere ergibt ja keinen Sinn mehr. Ja, ja. Aber er sagt auch nur ein Dreier, ne? Ja, ich sag, es ist kein Mimik. Okay. Also wenn es jetzt ein Mimik ist, dann hat er uns Ultra Deluxe genatzt. Ja, dann hat er richtig genatzt, Alter. Dann hat er richtig reingenatzt. Hat er uns richtig die Kresse verpasst, Alter. Dann hat er uns richtig die Kresse verdudelt. Ich hab ja auch so ein bisschen Kehlenkresse im Moment. Wie hast du immer? Kehlkress. Eine leichte nasale Kress. Frank Kehlkress, Alter. Ist die nicht Frank Kehlkress? Na, steht auf jeden Fall da hinten in dieser Ecke rum. Da lungert er. Also sagst du, es ist ein Onri. Was macht denn so ein Onri? Was macht er denn so? Das ist sein Hobby. Das Auslöschen einer Flamme kann ihn zum Angriff anlassen. Wenn er bedroht wird, dann jagt er weniger gerne. Aber was macht denn ein Mimik? Was macht ein Mimik? Ja, der Mimik kriegt sich. Wir wissen nicht, wozu... dieser Geist fähig ist, sei vorsichtig. Schwächen in mehreren Berichten wurde ein Geisterobst in der Nähe gesichtet. Ja, toll. Das ist ein Nachahmergeist. Das ist ein Made-in-China-Geist. Made-in-China. Chanusi. Na dann mach mal los, du. Also sagst du, der Orb war echt. Oh, ich denk mal. Bibelgeist. Und schauen wir mal. Also wie gesagt, ansonsten traue ich keiner Bubbel mehr. Dann war's das. Da gibt ja diese alte Priesterregel, never trust a Bub. Ja, never trust a Bub. Und? Ah, Onrio, gut. Ja, wäre auch jetzt echt krass, wenn das ein Mimik gewesen wäre. Aber da gibt's nichts für, ne? Für so ein Onrio. Nee, kriegst du nichts. Da zahlst du drauf. Da zahlst du drauf für ja, so klar, allein die Fahrt hier hin, nur bei den Spritkosten, nur die Galone. Ja. Die Galone Schmalz, ne, explodiert. Oh, Camp Kinderwind. Camp Kinderfurz, ja. Ja. Camp Kidfart. Sind die ganz schlimm. Die schämen sich nicht mal. Oh. Also er ist nicht gewalttätig, hat der Operator gesagt, wenn man dem trauen kann. Ja, aber wir sollen trotzdem mal vorsichtig sein. Dem traue ich auch nicht, hier bei Camp Kind ist weg. Kann alles passieren. Ja, besser als Camp Rosettenbruch. Camp Rosiak. Camp Rosiak. Wo bist du? Okay,
einem Schrott. Gib uns ein Zeichen! Ich habe hier doch so ein Buschrascheln hören gerade. Glaub mir, wenn ich eins kenne, dann ist das das Geräusch, wie es sich anhört, wenn ein Busch raschelt. Das glaube ich dir sofort. Ah, Nadelgestrüpp. Höre ich am Aufprall an den Jackenärmeln. Oh, da war was. Da. Am Erdbeerzelt. Im Erdbeere. Zelt Erdbeere. Zelt Berry. The Berry Tent. Keine Ahnung, ob die Cam schon wieder da. Oh, 5. Da reißt du direkt einen 5er rein. Alter, okay. Alter, da ist richtig Hass im Zelt. Das ist ein Hasszelt, ja. Da ist was geschehen in diesem Zelt. Was geschah in diesem Zelt? Was geschah in diesem Zelt? Es roch nach Blut. Nee, Bubbelach. Glaub ich. Was? Ist irgendwie ein Stiefel geflogen oder so. Alter, direkt auf die Cam, die ruckelt richtig. Jetzt, ne? Nee. machst du Dotzel, ja? Ich hab Dotzel. Alter, also hier. Wo bist du? Was willst du? Bist du ein Kind? Bist du Teil der Kreis-Industry-Familie? Ja. Ja, hat sie gesagt. Yes, I am. Oh mein Gott. War das jetzt bei dir oder war das in meinem Hearing-Helper? Nein, das war bei mir. Hat auf jeden Fall, die hat gesagt, ich bin Teil der Kreis-Industry-Familie. Spirit-Gespenst-Zwilling. Kreis erforscht immer das Essverhalten von Zwillingen. Beide gleichzeitig hungrig werden. Kreis träumt davon, so eine Art Cat-Dog-Wesen aus Menschen zu machen. Nein. Ist da schon wieder was geflogen gerade hier, die Butterdose da? Hinten. Ich glaube, das ist ein Poltrio. Ja, so einen leichten, ich habe so ein leichtes Polter-Feeling in der Hose. Wie sagen man hier die alten Menschen, was sagen die immer noch? Vespa. Was? Das Vespa ist gefloge. Das ist Vespa-Gefloge. Also Dots, Orb ist raus, Dots, Geisterbuch und gefriert Temperatur. Ja, da hat gerade das Licht geflackert, ne? Hast du es ausgemacht, das Licht? Ja, damit wir die Dots besser sehen. Boah, er geht hier richtig steil. Wieder 5. Richtig Macht da hinten. Er könnte höchstens dann wieder so ein Spätfrost werden, ne? Das sind jetzt die blödesten Sachen, weil Buch und, ne? Ja, weil Frost immer so schnell ging, hat er jetzt halt auch gesagt, ja? Mach ich halt so einen Spätfrost rein. Wie sieht's denn hier aus? Ne, Pillen brauche ich noch nicht. 83er. Ja, gerade. Ah, ne, das war dein Ding wahrscheinlich. Wir wissen, dass du hier bist. Zeig dich. Zeig deine Schwengelkraft. Das könnte so sein Zelt sein hier, ne? 6 Grad, 4,4. 8,0. Siehst du die Apachen-Matratze? Da hinten ist so ein richtiges Matratzenlager, ne? Ja, ja. Ja. Damit die anderen frieren und sich dann rankuscheln. Ja, klar, so kannst du die kriegen. Du kriegst sie dran. Pater Johnson, kann ich mir richtig vorstellen, wie er zu seinem katholischen Helfer sagt, dass die Matratzen verschwinden, damit sie heute Nacht kuscheln müssen. Catholic Help. Klingt wie so eine Droge. Ich bin voll auf Catholic Help. 2,9 habe ich gemessen. 3,9. 1,8. Es wird kälter, ne? So, aber 2,1. 1,8. Boys in the dark. Ohne Matratzen. Machen Quatsch ohne Matratz. Es singt ein Song, Alter. Echt?
Ringel die Rosie. Ringel, Ringel, Rosie? Naja. Hey, warum kann ich denn nichts einsammeln? 0,1, 0,4. Es ist eiskalt hier, aber noch nicht frosty. Ich hatte schon Kamera dabei. Ist er in die Fußspuren gedappelt? Ich hatte irgendwann mal was. Ne, da vorne. Nee. Jetzt! Wenn er keine Fußspuren hinterlegt, ist es ein Gespenst. Ja, aber hast du ja nicht das lila Licht. Ah, ja, nee, waren Fußspuren. Weil Gespenster hinterlegen keine Fußspuren. Ja, aber hat er gemacht. Na, ist es Geisterbuch? Dots werden raus, ja, ist es Temperatur oder Geisterbuch? Also 0,1 ist bisher das Niedrigste, was ich gemessen habe. Das ist schon nah an Frost, ne? Ja, vielleicht hat er so ein Late Mouth. Late Mouth, ey. Don't touch that mouth. Ugh. Nein, mein Geld! Hat er dich? Alter, ich war noch voll voll, das ist eine alte Oma, so eine Kantinen-Oma, die Scheuermilch in den Hackbraten reinschüttet. Alter. Gott. Boah, ich hab nur noch 21, ey. Was zur Hölle? Ja, weil du wahrscheinlich so untergewirtschaftet warst, weil ich war noch relativ gut bei The Pills. Nee, als ich reingegangen bin, ich 83 noch. Oh. Ja, dann hat sie irgendwie uns Schock gesaugt. Und Pilz hatte noch gar keiner genommen. Ja, weil ich bei 73 war, als ich drauf geguckt habe. Die hat uns Schock gelutscht. Reinige nochmal. Hä? Achso, das warst du. Was war ich? Einen Hasen geworfen oder so. Nee. Doch. Nein, war ich nicht. Ja, sonst wärst du vorhin nicht so ruhig gewesen. Ich hab gerade im Van was geguckt. Ja, genau. Ja, das... Ist es halt so. Ja, ich weiß. Guck mal, ich bin im Van, hier. Ja, jetzt ist er mir hinterhergelatscht. Ich bin im Van. Da sind wichtige Zutaten drin in der Dose. Wenn der Geist was wirft, wirft das, aber dann erscheint es nicht wie der Teil gerade aus dem Nichts. Das ist ja nicht aus dem Nichts gekommen. Gotcha. Ja doch, es kam aus dem Nichts. Also dann hat es irgendeinen Anzeigefehler. Ja. Da steht noch auf der Dose drauf, irgendwie in Belgien gebraut. So, wir haben alle Quests. Warte mal, was heißt denn oben dieses reagiert auf, wir sind nicht sicher? Ist das eine Information, dass der Geist darauf reagiert, wenn man das sagt? Guck mal, das ist Fall 251. Haben wir schon so viele Fälle abgeschlossen? Keine Ahnung. Da haben wir doch bestimmt schon mehr gemacht. Wir haben 200 Folgen fast. Ich glaube, das ist jetzt die 193. meine ich. Das ist auch so verrückt, 200 Folgen. Also, was könnte es denn jetzt noch sein? Nur Buch eigentlich, ne? Oder, nee? Nee, Buch oder kalt. Trotz nicht, weil Gespenst dann raus ist. Okay. Na, ich sage einfach mal einen Sprit. Ich sag, das ist Sprit. Nochmal kurz, Geister, warte mal. Sprit und Twins, ja, da wisst du, will ich auch eher Sprit sagen. Nur, da musst du jetzt hier mal auf den Kessel drücken. Der dreckige Kesselflicker. Der dreckige Kessel, du. Großvater ist da reingestoßen mit dem Fuß. Hat er Klumpfuß geholt. Ah, Sprit, oh. Ja, klar, klassischer Sprit. Da geht das doch, da geht es doch, du. Nur, aber meine Ausrüstung geht langsam der Neige. Ich weiß gar nicht, wie viel ich noch hab. Jetzt wird's dünn bei mir. Hinzufügen. Ist jetzt drin? Jetzt wird's dünn. Kameras gehen langsam aus. Ja, der Papa, der hat nicht mehr viel. Weiß Industries beutelt nämlich ganz schön. Schön reingebeutelt. Immer ihren Tribut. Ist unten am Beidel lecker. Tribunale Beutelfüßler. Ist so eine merkwürdige Insektenart. So, ready.
Noch bereit drücken, ne? Ach so. Ja, dachte ich, hätte ich schon. Da und aber bohrt in der Nase rum. Nee, das geht ja mal nicht, solange du nicht fertig bist. Ich weiß ja nicht, was du so lange gebraucht hast, um eine Karte auszuwählen. Ich habe alles gemacht, was du mir befohlen hast, Meister. Was, gewartet? Ich habe alles gemacht, was du mir befohlen hast. Opfere den Jungen, okay, Meister. Gib ihm einen Senfschnulli, wenn er schreit. Alles klar. Herrenschnulli. Salz, Kerze, Sanity. Dieser Sanity-Wert unter 25 ist immer ätzend. Die beschissenste Quest überhaupt. Wer findet das geil, Alter? Oh, Community sagt, es ist die beste Quest. Das ist die beste Quest, klar, weil da. Ich hab gar keinen Stromkasten diesmal. Hast du endlich mal Challenge? Endlich mal richtig Aufregung. Das ist kein Stromkasten, was machen wir jetzt? Wir haben einen Spiegel. Ja, es ist so eine Art Lagerhalle. Lagerhalle? Ja, da sind so. Oh, hier geht's hier weiter? Doch. Ja, das ist in irgendeiner Art. Ja, hier könnte schon sein. Das da. Wo bist du? Sowas hier. Warst du das? Ja. Aber gib uns ein Zeichen! Ist kein geblieben. Na, ja, mal so sah das aus. Kann ja sein, dass es den Raum 2-3 Mal gibt. Nee, eben. Der eh alles hier so Copypasta. Copy-Kanaster. Na, das hier. Die Wäschekammer hier. Wo bist du? Zeige dich! Gib uns ein Zeichen! Du Geburt! Du Geborenes! Oh, die Beleidigung. Du wurdest geboren! Geboren, du Sohn einer Mutter! Klingt aber echt wie eine Beleidigung, ne? Ja! Du komplikationsfreie Geburt! Zeige dich! Was war das? Na, ja, hier ist nur. Könnte nochmal die Macht des Spiegels einsetzen. Komplikationsfreies Geburtsblut. Warte, ich nutze nochmal die Macht des Spiegels. Ah. Ja, das ist. Wo geht's da hinten auch? Antet der? Bin mir gar nicht so sicher. Schön hast du ihn sauer gemacht mit deinem Spiegel. Ja. Uff, Alter, der hat Blutzoll verlangt. Was wollte er denn haben? Hat er mit Pelle genommen, oder was? Er bringt den Geist dazu, eine Kerze auszublasen. Wann hat er das denn gemacht? Keine Ahnung. Ja, ich hatte keine Kerze dabei. Weiß ich nicht. Alter. Hier nochmal einen Spiegel usen. Aber du hast nur noch 17. Aber der ist irgendwo ganz da hinten. Check mich dann hier. Er startet nur eine Scheiß. Der Spiegel ist explodiert. Der ist gerade richtig auf dem Hand, Alter.
Ja, der hört doch nicht auf zu jagen. Der jagt immer noch, der hat da richtig, richtig einen harten Hand. Hallo? Alter. Er hat richtig einen Hasshand gemacht, ne? Ja, Hate Hunter. Aber hier geht's nicht weiter und hier ist auch nur ein Raum, ne? Ja. Ich bin halt auch Sanity 0. Ja, klar. Uff, der wird schwierig. Hier gucken, ne, hier geht's ja auch nicht weiter, oder? Hier geht's auch nochmal irgendwo hin. Das wird complicated. Ach du Kacke, hier ist ja auch nochmal so ein mega langer Flur. Da ist er wahrscheinlich in dem. Hier habe ich irgendwie Rippchen gefunden. Omas alte Knackhüfte. Ich kann nicht mehr rein, du. Wie trotz Doppelpille? Ja. Komm nicht mehr über 50. Ein alter abgewetzter Bleistift. Bist du jetzt lang? Die Schulklasse? Irgendwo links und dann noch da, wo du jetzt. Und dann hinterm Schrank da lang. Da gehst du mal lang hinterm Schrank. Alter, hier geht's ja nach draußen. Hier gibt's einen Garten. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Ja, der ist hier nicht. Deswegen gehe ich ja mal im Garten gucken. Ja, die Karte ist ja riesig, ne? Also wenn du das Original spielst, gibt es irgendwie auch noch Krematorium und alles. Hier beim Joko-Buch. Joko Muskat. Wo bist du? Er redet auch hier. Joko Muskat. Mal nach einer Bubbel. Ich kann das erstmal weg. Ja, fast tot. Er hat gesprochen, also wir haben eine Box. Wir können die Boombox schon mal reinboomen. Ein Weedgrinder habe ich auch gefunden. Ja, gell? Hier liegen überall Weedgrinder rum. Klinik Bubatz. Sunny Bubatz. Sunny Bubatz. Klinik zur fröhlichen Tüte. Happy Grass Klinik. Boah, ja, du bist bei 40, ne? Ja. Aber nur aus Talking haben wir jetzt auch nicht viel gelernt. So, wir wissen schon mal, dass es ein Geist ist, der die Fähigkeit der Kommunikation besitzt. Was könnte ein Phantom sein? Ein Poltergeist, ein Mare, Yokai. Weiß ich nicht, klingt so nach Phantom irgendwie, ne? Das war so ein typisches Phantom-Verhältnis. Ich könnte nochmal reinrennen und duzen hin. Oder du legst Dots hin. Ja, ich leg nochmal Dots hin. Und ein Buch. Und ein Buchler vielleicht, ja. La Buch de Mer. Wie für ein Geblubber ist da irgendwie? Da ist ein Springbrunnen. Pinkelt einer von den Verrückten. Ja, da pinkelt einer von den Pflegern rein. Pflegerpiss. Pflegerbräu, kennst du nicht? Gute Pflegerbräu. Mit guten sedierenden Stoffen. Den besten sedierenden Kräutern. Alter, jemand steht da in der Spiegelung, das bin nicht ich. Gruselig ist das denn? In dem kaputten Spiegel oder was? Nein, hier steht jemand. Oh, er macht eine Hand. Oder? Hier ist keine Hand. In der Spiegelung des Monitors siehst du jemanden quasi in der Luke, mitten in der Luke stehen. Aber da ist ja niemand. Das ist nicht meine Spiegelung. Das ist voll gruselig. Kriegt die Tür nicht auf. Antet der?
Tot? Noch nicht, ne. Hand ist over. Alter, hier. Hier liegt so Dings. Und hier ist auch diese Abstellkammer. Ist bestimmt hier gewesen. Die ich gesehen habe im Spiegel. Glaub schon. Weil da liegt auch Dings auf dem Boden. Huberts. Le Creme. Wäre direkt hinterm Eingang gewesen übrigens. Rechts ist eine Tür von dem Ritualzimmer da. Ja, jetzt wissen wir gar nichts, ne? Jetzt habe ich draußen vor allen Dingen alles hingelegt. Ist Zwillinge noch offen? Ja. Vielleicht sind es Zwillinge. Weil wir draußen was gefunden haben und drin war auch was. Oder ein Wanderer. Ja, oder ein Wanderding. Naja, wir können jetzt eh nur noch Spekulatius betreiben. Ja, ich spekuliere auf Zwilling. Mal gucken. Du meinst doch so schon wieder das Petri-Zwillingsglück? Ja, vielleicht. Keine Ahnung. Could be everything. Is it a twin? Und? Ein Gespenst. Ein Gespenst. Da gibt's nichts, außer vielleicht mein Foto, mein knackiges. Noch ein Beweis. Hier, das Foto hat nochmal 2 Dollar gebracht. Ja, Freunde. Das war mal wieder die erfolgreichste Geisterjagd aller Zeiten. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Lasst eine Bewertung da. Auf Wiedersehen und... Tschüss.